Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin, ich bin der Manuel und bei mir zu Gast der Alexander, der Alex von Eurogamer.de. Guten Morgen. Guten Morgen, wie geht's? Ich habe wieder vergessen, ob du lieber Alex oder Alexander genannt werden willst. Alex ist besser. Ja, nur deine Eltern nennen dich Alexander? Die Ehefrau und die Eltern, wenn ich mal, weißt ja. Das heißt, wir müssen erst intimer werden, bevor ich dich Alexander nenne. Verstehe. Oder ich muss Scheiße bauen. Böser Alexander, genau. Alex, ich habe dich eingeladen heute, weil wir über ein Spiel reden wollen, was uns beide so ein bisschen kalt erwischt hat, aber trotzdem hoffentlich begeistert hat, Fragezeichen. Es geht um Hand of Fate, ein Spiel, was auf Kickstarter gestartet ist, was ich aber gar nicht so mitbekommen hatte, obwohl ich mich eigentlich sehr für Kartenspiele und vor allem digitale Umsetzungen von Kartenspielen interessiere. Ging aber irgendwie an mir vorbei, war ein australisches Kickstarter-Projekt von einem mir unbekannten kleinen Entwickler und hat jetzt auch nicht die Riesenwelle geschlagen, also 50.000 australische Dollar. Ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie große Newsmeldungen für kriegt, aber wie bist du denn drauf gekommen? Weil du mir im Vorgespräch gesagt hast, du bist eigentlich gar nicht so der Kartenspieler. Diese Karten hatten sich dann irgendwie für mich Mitte der 2000er wieder erledigt. Es ist der klassische Fall eines jeden Spieleredakteurs. Chef fragt, wer möchte es machen? Und ich hatte dann doch kurz vor Release ein bisschen was dazu gelesen und ich fand es einfach von der Präsentation her sehr ansprechend und dachte mir, wird mal vielleicht wieder Zeit für ein Kartenspiel. Ja. Wobei das Kartenspiel können wir gleich relativieren. Beschreib doch mal kurz, wer es jetzt auch noch gar nicht mitbekommen hat oder bei uns zum ersten Mal hört. Es ist jetzt kein klassisches Kartenspiel wie ein Magic oder ein Hearthstone, sondern es hat ja noch einen gewissen Twist. Genau, ja. Also im Grunde ist es so, dass man vor sich halt den Kartenleger sitzen hat, der einem die Ereignis- und Ausrüstungskarten legt. Und anhand dieser verschiedenen Ereigniskarten wird dann eine Szene vor euren Augen zusammengesetzt. Die spielt ihr dann aber auch tatsächlich selbst als der Held mit Schwert und Schild und allem, was dazu gehört. Und einem an Batman Arkham City angelehnten Kampfsystem. Ganz genau. Also im großen Unterschied zu Card Crawl für iOS, was wir letzte Woche vorgestellt haben, ist die Grundprämisse ist sehr ähnlich. Es ist quasi so ein bisschen wie so ein Solitärmodus. Das heißt, der Kartendealer legt dir Karten hin und es hat so eine Tarot-Karten-Wahrsager-Atmosphäre. Da stehen dann überall so Kerzen rum und der Typ ist so vermummt. Einfach wahrscheinlich auch nur, weil sie zu faul waren, die Mundbewegungen zu animieren. Genau, ja. Und dann teilt er so Karten aus und es gibt dann verschiedene Kartenstapel. Also es gibt einen Kartenstapel für Heilungskarten, es gibt einen Kartenstapel mit Monstern. Man kann auch wie bei typisch bei so Kartenspielen Karten freischalten. Es gibt Ereigniskarten und so weiter. Und ist ein recht fixes Regelset. Du hast so eine kleine Figur, wie so eine Monopoly-Figur. Genau. So ein Ritterchen da, das bist du. Und dann läufst du kannst aussuchen, auf welche Karte du läufst. Und die Karten sind so platziert, habe ich noch kein Muster erkannt, aber der Typ legt dir einfach so eine Strecke, also wie so ein Brettspiel, ein Spielfeld legt er dir hin. Und manchmal kannst du eben einfach nur zur nächsten Karte hüpfen, du weißt aber nie, was drunter liegt. Das heißt, es kann zum Beispiel sein, dass dort ein Händler liegt. Das ist dann eine Händlerkarte und dann kannst du beim Händler Getränke kaufen, heilen, Flüche wegkaufen und so weiter Ausrüstung. Und so fort. Ausrüstung, genau. Oder es gibt Ereigniskarten, die dann im wahrsten Sinne des Wortes ein Event triggern. Genau. Genau. Und was könnte das zum Beispiel sein? Also so ein Händler wäre zum Beispiel auch ein Ereignis, aber zum Beispiel kommt man jetzt, nagelt mich nicht drauf fest, ich habe jetzt irgendwie keine direkte Karte vor Augen, aber man kommt in eine Grabkammer und da ist ein Sarkophag aufgebahrt und wird man gefragt, was man machen möchte. So ganz rollenspieltypisch erstmal, gell? Das sieht man noch nicht visualisiert, sondern es ist dann nur so, dass der Kartengeber das erzählt, wie so ein Dungeon Master. Teils. Also oft, das meiste ist schon auch Text und dann halt einfach die Karte, das quasi die Karte durch ihre Gestaltung bringt ihr das Thema näher. Und dann im Grunde ist es auch alles ganz furchtbar toll geschrieben und so. Und es ist atmosphärisch schon sehr dicht, wenn du dann gefragt wirst, was du machen möchtest in dieser Situation. Dann kann man entweder
versuchen, irgendwie nach Schätzen zu suchen. Oder manchmal, es ist halt richtig, im Grunde so ein bisschen wie ein Dungeon Master, der einem gewisse Optionen darlegt, die man dann wahrnehmen kann oder nicht. Und dann legt er einem Erfolgs- oder Versagenkarten hin, die werden dann verdeckt nochmal gemischt und dann ziehst du eine und die bestimmt dann, wie es weitergeht. Genau, also konkretes Beispiel zum Beispiel, du kannst auch Personen treffen, da ist dann so ein Bettler und der fragt dich dann, gib mir bitte, unterstütz mich, und dann kannst du entscheiden, gibst du ihm zum Beispiel die Hälfte deiner Essensrationen, gibst du ihm Geld oder gehst du einfach an ihm vorbei, und je nachdem, die Karte hat dann eben bestimmte Auswirkungen, je nachdem, was du machst und welches Ereignis, und welche Chancenkarte du dann ziehst. Also wenn du zum Beispiel sagst, ich flüchte vor einem wütenden Mob, dann kriegst du Karten zugelost, 4 Stück, die dann zum Beispiel nur eine von den 4 hat eine erfolgsversprechende, wie sagt man da, Fluchtkarte, und die anderen sind dann irgendwie schlimmes Versagen oder normales Versagen. Ja. Und dann wird es gemischt. Also auch eine sehr starke, für Kartenspiel typisch, auch eine sehr starke Glückskomponente dabei. Ja. Aber es gibt dann eben auch zum Beispiel Ausrüstungsgegenstände, die diese Werte beeinflussen. Also ich habe zum Beispiel mal so ein Item gefunden, da kannst du, wenn du eine Versagenkarte ziehst, nochmal diese Karten mischen lassen und nochmal eine Karte ziehen. Genau, ja. Solche Geschichten. Und auch typisch für so Kartenspiel, dass du eben diese Ereigniskarten, die kommen dann immer wieder. Also du triffst diesen Bettler dann auch in den verschiedenen, es gibt so eine Art Story-Modus, der, was dann wie so eine Spielrunde ist. Also es gibt einen Endlos-Modus, da spielst du einfach so lange gegen deine Karten an, bis du irgendwann stirbst. Richtig. Oder eben diesen Story-Modus, wo es dann immer eine Endboss-Karte gibt. Und dann bekommst du am Ende Belohnungen, also sprich neue Karten freigeschaltet, aber auch stärkere Gegner freigeschaltet. Und das zieht sich halt so ein bisschen durch diese Geschichte dann dadurch. Ja. Vor allem, ja, die früheren Bosse können dann natürlich auch, die werden dann ins Gegnerdeck mit reingemischt und können dann auch auftauchen bei dem nächsten Run durch den nächsten Dungeon sozusagen. Also sehr schön gemacht, weil du kannst auch, also Deckbau, das ist ja auch so eine Sache, die eigentlich gute Kartenspiele gerne haben oder viele, die so in diesen Rollenspielcharakter eintauchen, auch Deckbau haben. Der ist hier ein bisschen eingeschränkt, weil es nicht so dramatisch wichtig ist, finde ich. Also mir hat der zum Beispiel nichts gegeben, dieser Kartenbaumodus. Bei Hearthstone kannst du ja richtig so Strategien entwickeln, ja, also weiß nicht, ob du das spielst, aber da gibt's halt sehr schöne Kartenkombinationen, die du dann irgendwie miteinander ausspielen kannst und kannst sagen, okay, ich baue ein Deck mit vielen kleinen Kreaturen oder eins mit großen, mächtigen Kreaturen. Ja. Und hier ist es eigentlich eher so marginale Veränderungen am Spiel. Man kriegt viel bessere Karten, die man dann, für die man dann ältere aus dem Deck rausnimmt. Aber es gibt schon ein paar Karten, die sich gegenseitig ergänzen. Also ich habe eine Karte, das war, ich glaube, ein Metallerz, an das ich kommen kann. Das kann man dann später, wenn man ein gewisses Kloster oder eine Schmiede auch als Ereignis oder Ortskarte in seinem Deck hat, kann man das Erz dort abliefern. Aber natürlich nur, wenn man die Karte zieht. Keine Frage, also die Karten werden schon besser. Was ich nur meinte ist, es ist meistens sehr naheliegend, diese besseren Karten, die man freischaltet, auch einfach ins Deck zu nehmen. Also es macht wenig Sinn, diese Karten wegzulassen und schwächere Karten drin zu lassen, was bei anderen Kartendeckbausystemen durchaus sinnvoll sein kann, auch schwache Karten drin zu lassen. Das macht hier eigentlich keinen Sinn. Also mir hat dieser Modus nicht gefehlt. Das hätte ja auch einfach so sein können, dass die besseren Karten einfach die alten ersetzen und fertig. Also diese Option, selber in dem Deck rumzubauen, die habe ich eigentlich nicht genutzt. Ich habe da immer auf automatisch gemacht, habe nochmal kurz reingeschaut, nochmal eine stärkere Axt genommen und fertig. Ja, also es ist, ich bin nicht ganz sicher, ob es dann nicht vielleicht auch so ein bisschen daran liegt, dass ich habe mich mit dem Deck nicht ganz so sehr befasst, weil diese Vorschlagsoption auch die Sache auch ziemlich gut macht, muss ich schon sagen. Also man ist schon angehalten dazu, sich damit auseinanderzusetzen, finde ich, weil man erfährt die Bedeutung einer Karte erst, wenn man sie einmal benutzt hat. Das ist ein Nachteil, ja. Ja, oder Vorteil, wie man es sehen möchte. Es macht das Spiel spannend, aber es macht es zum Deckbauen eher schwierig. Ja. Ja, das ist richtig. Und irgendwann will man halt die Texte auch nicht mehr lesen. Wobei ich habe schon festgestellt, dass einige Karten mit zunehmender Spieldauer einen dann doch nochmal überraschen können. Mhm. Da gibt's ja den Klassiker, das war ja dieser eine Goblin, der am Anfang relativ, wenn man ihm eine bestimmte Antwort gibt, mit relativ hoher Zuverlässigkeit einen Schild fallen lässt, der dann erst im Kampf dann Konter und Paraden ermöglicht.
Und der hat dann irgendwie, diese Antwort hat dann irgendwann nicht mehr funktioniert, um ein Schild abzugreifen. Vielleicht einfach, weil ich schon ein Schild hatte. Ich bin nicht ganz sicher, wie das da funktioniert, aber ab und zu überrascht ist. Das Spiel hat so ein paar Geheimnisse und es nimmt sich auch selber sehr, also wie soll man sagen, es ist sehr gut geschrieben, weil zum Beispiel auch der Meister dann sagt, der reagiert so ein bisschen auf dich, wenn du bestimmte Sachen machst. Also wenn du eben dann diesen Goblin da oder diesen, was war ein Goblin war das, gell? Mit diesem Schild, wenn du den dann irgendwie zum dritten, vierten Mal oder so in deinem Deck hast, dann sagt er so, ja, das ist wohl eine sehr, sehr einfache Methode, glaubst du, immer zuverlässig an ein Schild zu kommen. Genau. Lass dich überraschen. Also der kommentiert dann solche Sachen auch. Oder wenn du, ich habe dann irgendwie halt an der Tür geklingelt, dann bin ich, hab den Kindern aufgemacht und so, und dann hat sich halt minutenlang nichts getan auf dem Bildschirm. Und ich war halt in so einer Entscheidung, du kannst das Spiel ja auch eben da gut pausieren, weil das Spiel wartet ja immer auf dich. Und dann kam ich zurück und dann sagt er in dem Moment gerade so, ja, yeah, it's a game of eternity, but that wasn't how I intended to do it. Ja, also dann hat er so kommentiert, dass eben sich minutenlang nichts getan hat und wie lange ich brauche, um zu entscheiden. Ja, und es ist auch ein verdammt charismatischer Sprecher einfach, den sie da gewählt haben, der seine Sache wirklich ganz ausgezeichnet macht. Also, und dann habe ich erst gedacht, als ich angefangen habe zu spielen, okay, ist cooler Mechanismus, auch so mit diesem Oldschool-Rollenspielcharakter und mit diesen Karten und so. Und dann auf einmal, also in der ersten Runde, wie gesagt, kam, das habe ich nämlich gar nicht gewusst vorher. Und ich hab das eben deswegen mir angeschaut, weil ich dachte, cool, Kartenspiel, Rollenspiel-Atmosphäre und so weiter. Und auf einmal kommen Gegner und das Spiel wechselt in eine 3D-Perspektive und du kämpfst aktiv gegen diese Feinde in so einem Assassin's Creed Batman-artigen Action-Modus mit Blocken, mit Ausrufezeichen über den Feinden, die du blocken kannst. Also ganz komplett da einfach abgeguckt. Ja. Und damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich habe mich so an Archon zurückerinnert gefühlt. Weißt du, dieses Schach mit den kämpfenden Figuren, wo du auch quasi nach schlechten Zügen trotzdem noch gewinnen konntest, indem du besser gekämpft hast. Richtig. Hat mich völlig überrascht in dem Moment, weil ich mich einfach nicht groß informiert hatte über das Spiel absichtlich. Fand ich aber sehr, sehr clever gemacht, auch wenn mir jetzt nach einer Weile die Kämpfe irgendwie auf den Keks gehen. Nach längeren Stunden. Ja, die sind wirklich eher was für zwischendurch und im Grunde auch eher so eine Art Rhythmusübung eigentlich. Ja, also die Optionen, die man hat im Kampf, die reichen aus, die reichen Batman ja auch, aber es ist halt die Spreu trennt sich da schon dann so ein bisschen vom Weizen, allein schon in der Qualität der Animation. Es ist nicht halt von Rocksteady, ja, genau. Nee, genau. Also es ist dieser Eintastenkampf, sage ich mal, der funktioniert einfach am besten, wenn du halt wirklich das Gefühl hast, dass die Schläge auch wirklich treffen und das alles wirklich exakt auf dem Punkt sitzt. Aber das ist hier nicht ganz der Fall. Aber nichtsdestotrotz fand ich jetzt eigentlich auch nicht so schlimm, weil die dauern selten länger als 30 Sekunden, habe ich das Gefühl. Zumindest außer du wirst irgendwie mit 10 Feinden oder sowas aus Zufall reingeschmissen. Genau, die sind relativ schnell. Also die Ladezeit auf der PlayStation 4 habe ich es gespielt. Die Ladezeiten waren manchmal länger als der eigentliche Kampf. Ja. Tatsache, okay, ja. Ich habe es am PC auf der SSD. Da ging es eigentlich relativ schnell. Aber was ich weiß nicht, wie dir das ging. Also ich fand es vor allem sehr schön, dass wie sich die Szene aufbaut, wenn die Karte da, wenn die Karten ausgelegt werden und das dann in diese 3D-Kampfansicht wechselt, weil jede einzelne Karte legt sich ja über den Helden erstmal und materialisiert sich dann als Waffe oder als Helm auf ihm und die Musik ist einfach unglaublich toll dazu und das ist sehr cool gemacht, ja. Pumpt einen schon ganz schön auf dabei, ja. Also es ist schön anzuschauen und einfach so dieser Transfer von diesem Kartenspiel dann zu dieser Actionsequenz, das ist schon sehr schön gemacht. Ja. Vor allem mag ich auch, dass die Actionsequenzen deswegen immer ein bisschen spannend bleiben, weil du halt jedes Mal auch andere Ausrüstungsgegenstände dabei hast in jeder Runde. Also je nachdem, wie weit du dieses Spielfeld auch erforscht hast, hast du zum Beispiel auch kein Schild. Das heißt, dann wird es mit Blocken relativ schwierig. So, ja. Genau. Oder du hast irgendwie eine Axt, die spielt sich natürlich ein bisschen langsamer. Dann findest du irgendwelche Schwerter mit Sonderfähigkeiten. Oder du findest so zum Beispiel so Zauber und ja, genau, so Zaubersprüche, Kräfte, die du dann mit den Schultertasten irgendwie auslöst, dass er um sich herum zum Beispiel so eine Dolchkette wirft, ja, dass alle Feinde um dich herum getroffen werden. Und wenn du diese Sachen nicht hast, dann wird der Kampf auch deutlich schwieriger. Und wenn du sie dann hast, dann legt sich so eine Karte drüber, du siehst, wie dein Kämpfer damit ausgerüstet wird. Und da kommt dann deswegen schon Abwechslung rein. Also das fand ich schon in Ordnung. Und die Kämpfe sind nicht sehr anspruchsvoll, aber eben trotzdem unterhaltsam.
Ja, also mir ist aufgefallen, so ab der Mitte zieht es schon derbe an. Also es wird teilweise ganz schön gemein. Dann hast du Gegner mit Schilden und so. Da gibt es natürlich den Klassiker, dass man dann wie beim, was Batman mit seinem Cape macht, um Leute zu lähmen. Das macht man dann mit einem, schlägt man, glaube ich, seinen Schild dem Gegner ins Gesicht, um die kurz zu lähmen und so. Aber man hat dann. Also irgendwie stellt sich schon dieser gewisse Rhythmus ein, dass du halt so schlagen, schlagen, kontern, ausweichen. Wenn dann, wenn man wirklich so einen Kampf durch, ohne getroffen zu werden, so eine Combo am Leben hält, erzielt das schon den gewünschten Effekt, auch wenn es jetzt nicht ganz so glitzy und perfekt ist wie bei Batman. Ja, genau. Also wie gesagt, ich hatte nur einmal so ein Problem, da hatte ich per Zufall war so ein Teufel, so eine Teufelskarte. Yep. Und dann habe ich eine Karte genommen und dann sagt er, haha, du hast die schwere Karte genommen, deswegen, die leichte Karte genommen, deswegen bestrafe ich dich und du kriegst die zwei schweren Karten. Genau, Und ja. dann waren das irgendwie zwei Fünferkarten. Dann hatte ich da zehn Viecher auf dem Bildschirm und dann irgendwie noch so ein Miniboss. Und auf so einem ganz kleinen, engen Raum, das war dann auch so schwer zu navigieren und das hat dann irgendwie angefangen zu ruckeln. Also das war halt einfach der Zufallsfaktor, der das dann in dem Moment irgendwie unspielbar gemacht haben. Aber das war eine Ausnahme. Also Ja. das war wirklich die einzige Stelle, wo ich dann irgendwie komplett die Übersicht verloren habe. Ansonsten ist es schon sehr gut. Es sind sehr enge, kleine, abgesteckte Areale. Also das heißt, man läuft da jetzt auch nicht minutenlang rum und muss irgendwelche Feinde suchen. Das sind immer ganz kleine Arenen so. Und trotzdem ist die Kamera leider nicht immer auf dem Posten. Ne? Also wenn man kann quasi am Fokus der Kamera vorbeilaufen und beziehungsweise wenn man die Kamera schaut immer quasi von oben aufs von schräg oben rauf und wenn man dann weit in die Szene hineinläuft und dann wieder zurückkommt, kann es sein, dass die viele Gegner hinter der Kamera stehen, also oder unterhalb und hinter der Kamera sozusagen. Das ist schon, das ist keine angenehme Situation, vor allem weil auf den Spielfeldern ja auch oft Fallen platziert sind. So, ne? Aber naja, es gibt immerhin noch diese Warnsymbole, wenn irgendwie Distanzwaffen auf einen abgefeuert werden. Also man kommt da schon wieder raus, aber da hätte man sich vielleicht eine andere Kamera einfallen lassen sollen. Ja, ist auch ein kleines Studio. Also die Ja. Idee ist so charmant, irgendwie dieses Kartenspiel mit so einem Absolut. Actionspiel zu vermischen, dass man das dem Spiel auch verzeiht, weil man ja auch merkt, dieser Kampf ist nicht der Schwerpunkt des Spiels, sondern wirklich nur Genau. so ein Action-Element. Und das, was wirklich im Schwerpunkt steht, im Mittelpunkt steht, meine ich, das ist schon wirklich sehr, sehr geschliffen. Also dieses Ja. Regelset, dieses Kartenset, die Spielregeln, allein die Stimme von dem Ja, krass, das Kartengeber, machen. die Texte. Die punkten so arg, dass dieses Action-Gedöns dann irgendwie nicht so negativ auffällt und durchaus unterhaltsam auch ist. Es gibt noch so ein paar kleine, wenn man bei den Action-Part kann man abschließen, es gibt noch so Gemäuer, wo du dann quasi so Fallen ausweichen musst und so, Ja, wo du so Schatztruhen findest, die waren ein bisschen blöd, fand ich. Ja, ich glaube, das ist ja auch an eine Karte gebunden, die habe ich mittlerweile aussortiert. Also, Genau, das wollte ich gerade sagen. Kann man einfach rausschmeißen, ja. ja. Das war die Aber ich, Belohnung nicht wert. ja. Ja, aber was ich, ich weiß ja auch nicht, also man hatte, wenn man die Karten zu ziehen hat, die dann über Sieg oder Niederlage in einer bestimmten Situation entscheiden, ich weiß nicht, wie sie es hinbekommen haben, dass es sich dann, wenn man mal diese Huge Success-Karte zieht, dass sich wie ein totaler Triumph anfühlt und dass man wirklich mit erhobenen Händen am Schreibtisch sitzt, so nach dem Motto, die habe ich es gezeigt. Also das ist schon stark, also es spricht schon für die Atmosphäre, dass man wirklich denkt, man sitzt dort am Tisch mit diesem vermummten Kartenleger. Das ist schon echt cool, weil es hat eine sehr persönliche Atmosphäre dadurch, gell? Ja, So, ja. da ist ja auch nicht viel mehr. Also, aber allein dieses Kurze, dass der eben so redet, auf dich reagiert und immer dann schön austeilt. Also, Yep. es wird auch nicht irgendwie arg abgekürzt. Also, der macht dann auch immer diese Bewegungen und legt diese Karten hin und dann macht der, wenn du irgendwie so eine Karte geschafft hast, dann gibt's immer so kleine Marker. Ja, Die er dann genau. aus so einem Döschen, dann macht er so ein Döschen auf, holt so einen Marker auf und lässt es dann so in seiner Hand schweben. Und wenn du es geschafft hast, dann legt er sie dir bei dir so auf den Tisch. Also man kommt sich wirklich so ein bisschen vor wie so eine Zweierrunde bei einem D&D-Abend oder so. Ja, vor allem wird ja auch teilweise sehr sarkastisch, Ja, ne? genau. Also das ist dann wirklich, also man fühlt sich das schon wie in einem Gesellschaftsspiel eigentlich. Also das ist, also für mich ist es eine der besten Nicht-Spieler-Charaktere überhaupt, also der letzten Jahre würde ich sagen. Ist schon ein Typ. Ja, absolut.
Ich finde, sie haben es auch gerade so geschafft, dass die Abwechslung der Karten, also in den ersten paar Runden denkt man sich so, okay, jetzt diesen Text mit dieser Maid und diesem Gnomen, den habe ich jetzt schon irgendwie 5-mal gelesen, aber es kommen immer wieder genug neue Karten dazu, finde ich, dass da dass es spannend bleibt. Also natürlich begegnet man dann immer wieder auch den gleichen Karten, ja. Aber das kann man ja auch mit dem Deckbau, wie wir es jetzt beide gemacht haben, mit diesem Fallen-Dings da zum Beispiel, diese Schatzkammer, wo man dann diesen Fallen ausweicht, die nimmt man dann einfach raus. Also Karten, auf die man keinen Bock mehr hat, kann man einfach rausnehmen. Richtig. Und dann probiert man auch mal ein paar neue aus, weil man ja eben auch dadurch belohnt wird, wenn man neue Karten ausprobiert, weil man dann weiß, was sie machen. Das weißt du ja am Anfang ja nicht. Also das ist immer so ein bisschen so ein Wundertüten-Ding. Und ich finde, da ist genug Content drin, um das länger zu spielen. Ich mache es immer wieder gerne jetzt rein. Ich bin noch nicht ganz durch, weil ich kann es nicht so lange am Stück spielen. Also es ist wie so ein Brettspielabend. Ich kann da 1-2 Runden spielen. Also 1-2 Runden sind dann so halbe, dreiviertel Stunde, würde ich jetzt irgendwie so sagen. Später wird es dann ein bisschen länger, die Anfangsrunden sind ein bisschen kürzer. Also ich kann das immer so wie so ein Brettspiel irgendwie 1 Stunde, 1,5 spielen und dann ist aber auch gut. Also dann so, das jetzt irgendwie 5-6 Stunden am Stück, das geht gar nicht. Nee, dafür ist es aber auch nicht gemacht, ja, habe ich das Gefühl. Ja, 5-6 Stunden, wann spiele ich schon mal 5-6 Stunden am Stück? Aber du weißt, was ich meine. Also für längere Sessions, dafür sind es zu kleine abgesteckte Pakete und das ist aber auch gut so, dass man dann das als so Einheiten spielen kann. Ne? Ja, finde ich auch. Ja, haben wir was vergessen? Hast du noch was in deinem Test auf Eurogamer? Hint, hint. Ja, nee, also ich habe eigentlich zu dem Thema alles gesagt. Es ist einfach ein schönes Spiel, das, also gerade in Sachen Atmosphäre. Also man kann die Kerze fast riechen, die da rechts auf dem Tisch steht vor allem und absolut, ja. Rundheraus gelungen. Jim Sterling hat, glaube ich, in seinem Review geschrieben, er hatte immer das Gefühl, dass gleich die Mutter von dem Typ reinkommt und sagt, er soll nicht ständig ihre Kerzen klauen. Ja. Fand ich sehr lustig. Gut, also wer noch mehr darüber lesen möchte, auf eurogamer.de ist dein Testbericht und ansonsten kann man sich das anschauen auf PC, PS4 und Xbox One. Mac glaube ich nicht, gell? Nee, es ist nur Mac-Version habe ich nicht gesehen. Ich habe nur auf Steam auf jeden Fall habe ich es gesehen. Genau, aber wie gesagt, PS4 fand ich irgendwie auch gut spielbar mit Gamepad. Hast du es mit Gamepad gespielt, dann diese Kämpfe, oder? Nee, ich hab's mit Maus und Tastatur gespielt tatsächlich, obwohl ich eigentlich auch ein Controller-Mensch bin, aber mir hat das eigentlich ganz gut gefallen. Also nichts zu beanstanden eigentlich. Ja, kann man mit beiden gut spielen, denke ich auch. Ja. Wunderbar, dann danke ich dir für den Besuch und sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao. Tschüss.